In ihrem Koalitionsvertrag 2021 hat die Ampelkoalition der Wohnungsnot den Kampf angesagt. Sie versprach 400.000 neue Wohnungen in Deutschland pro Jahr. Bundesbauministerin Clara Geiwitz zweifelte dieses hochgesteckte Ziel nun an. In der ARD-Sendung Maischberger am Mittwochabend bezeichnete die SPD-Politikerin das Versprechen von Bundeskanzler Olaf Scholz als sehr ambitioniert. Sie glaube nicht, dass das Ziel so schnell erreicht werden könne. Die Bundesregierung habe das Versprechen von 400.000 neuen Wohnungen abgegeben, als Bauen relativ gut finanzierbar war, erklärte sie dazu. Aktuell baue man jedoch viel zu teuer und viel zu lange. Außerdem leide der Wohnungsmarkt aktuell unter den Zinserhöhungen der letzten Monate. Eine Möglichkeit, der Wohnungsknappheit entgegenzuwirken, könnte laut Geiwitz modulares oder serielles Bauen sein. Dabei entstünden Häuser aus industriell vorgefertigten Einzelteilen, ähnlich wie die Plattenbauten in der ehemaligen DDR. Außerdem sei es zwar wichtig, Anreize für nachhaltiges Bauen zu schaffen, um CO2 einzusparen, das aktuelle Wohnungsproblem löse man so jedoch nicht.